Hallo zusammen. Wie macht man Geschäfte mit etwas, was gar nichts kostet? Diese Frage trifft prinzipiell auch auf OER zu. Denn Open Educational Resources sind Materialien, die in der Regel unentgeltlich weitergegeben werden. Ein traditioneller Kaufmann würde sagen, ohne Geldfluss kein Geschäft. Doch die bisherige Entwicklung mit und von OER hat gezeigt, dass es auch anders gehen kann. Die Geschäftsmodelle rund um OER basieren jedoch nicht nach dem simplen Prinzip Geld gegen Wissensinhalte, sondern fordern uns heraus, ein wenig um die Ecke zu denken. Überlegt mal ganz kurz selbst, welche Angebote, Geschäftsmodelle kennt ihr, bei denen der Kunde, der Nutzer, zuerst kein Geld bezahlen muss, doch der Anbieter dieser Dienstleistungen oder dieser Services ohne weiteres sehr gut wirtschaftlich überleben kann. Na, ich wette, es sind euch Plattformen, Internetplattformen und Dienstleistungen eingefallen, wie zum Beispiel Social Networks wie Facebook, bei denen der User zuerst kein Geld mitbringen muss, der Anbieter jedoch sich über Werbeeinblendungen finanziert. Prinzipiell kann das natürlich auch ein Geschäftsmodell für OER sein, aber es gibt doch sicherlich noch schlauere, intelligentere Ideen, OER in Geschäftsmodelle einzubringen. Und genau das ist das Thema unserer Woche. Ihr werdet dazu Materialien vorfinden, die verschiedene Lösungen darstellen und die euch anregen sollen, auch dazu selbst nachzudenken. Wie könntet ihr Open Educational Resources in eigene Geschäftsmodelle integrieren? Bei den Materialien, die ihr vorfindet, wird zum Beispiel Andreas Wittke darüber berichten, wie die Plattform Moin, auf der wir uns gerade befinden und für die ihr auch jetzt erstmal kein Geld bezahlt, sich wirtschaftlich behaupten kann. Das und noch viel mehr in diese Woche und wir wünschen Ihnen, euch nach wie vor viele, viele neue Erkenntnisse und viel Freude beim Lernen. Bis bald!